Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch heute ein wundervolles Produkt vorstellen und mit euch durchtesten. Und zwar ist es dieses hier, ein Duschkopf von Alpenkraft. Ich weiß nicht, ob ihr schon von diesen Duschköpfen gehört habt. Es ist, glaube ich, aktuell das absolute Highlight einer jeden Dusche. Wir packen es mal zusammen aus. Also erstmal, die Verpackung ist ja wohl mal ultra süß hier in so einem Säckchen. Und jetzt seht ihr auch schon, worum es geht. Also dies ist der Duschkopf. So schaut er aus. Das ist ja mega krass mit dem Logo hier noch eingraviert. Mit diesem Duschkopf soll ich Wasser sparen. Alpenkraft hat hier so ganz kleine Löchlis drin, die den Wasserdruck erhöhen und den Verbrauch gleichzeitig reduzieren. Also durch die kleinen Löchlis, die mit einem Präzisionslaser geschnitten wurden, wird der Wasserdruck erhöht und es kommt weniger Wasser durch, einfach weil die Löcher kleiner sind. So nutzt man einfach weniger Wasser, weil das Wasser mehr zerstäubt wird und somit angenehmer ist. Super interessant, Wasser sparen wäre auf jeden Fall mein Ding, aber was ich noch viel, viel cooler finde, es geht nämlich hauptsächlich hier für mich um die Perlen. Diese Perlen sind zum einen Tonperlen und Turmalinperlen. Die sollen das Wasser filtern. Und zwar soll zum einen Kalk gefiltert werden. Das Wasser soll pH-hautneutraler sein. Und was ich nämlich auch gehört habe, weicheres Wasser, also Wasser mit weniger Kalk, soll auch noch freundlicher für die Haare sein. Also super interessant. Man kann die Perlen, glaube ich, nach 8 Monaten oder so mal wechseln. Für die Platte hier, da ist noch eine zweite in der Packung enthalten. Die kann man auch hin und wieder mal wechseln, wenn man merkt, dass die Löcher irgendwie doch ein bisschen kalkig werden, weil der Kalk ja hier oben sich absetzen soll. Genau, die kann man irgendwie in 10 Sekunden austauschen. Das können wir gleich alles mal durchtesten. Aber erstmal muss das gute Gerät in meine Dusche kommen, Kinder. Apropos Dusche, ein positiver Nebeneffekt ist natürlich bei weniger Kalk am Körper, was auch noch gut zu Haar und Haut ist, apropos Haut. Ganz besonders interessant finde ich das für die Kleine bei mir auch. Die hatte so Hautprobleme, wenn das andere Wasser raufkommt, soll manchmal auch helfen. Aktuell ist es bei ihr nämlich mit dem Wasser, was wir haben, sehr, sehr schlimm. Steigt dieses Kind unter die Dusche, kommt die raus wie ein bepudertes Etwas. Das interessiert mich sehr, ob das funktioniert. Anderer Vorteil, der mir noch aufgefallen ist, natürlich klar, wenn weniger Kalk aus der Leitung kommt, verschmutzt eure Dusche auch nicht so oft. Und ich sage euch mal eins, was ich am allerschlimmsten finde, ne, ist die Dusche zu putzen. Aber pst, werde ich denn wahrscheinlich, auch wenn es hilft, danach noch seltener tun als vorher. Aber für mich super, weil ich muss ganz ehrlich sagen, meine Fliesen sind so sehr verkalkt. Also mein Bad wurde erst renoviert und ich sage euch eins, da ist schon eine richtig dicke Kalkschicht. Also wie gesagt, ich hoffe auf den Hahn und lasst uns es testen. So, hier befindet sich die Reality. Das ist mein alter Hahn. Man sieht, dass es auch schon richtig kalkig ist. Den werde ich jetzt mal abschrauben und den hier hinbauen. Kurz für Menschen, die keine Ahnung haben, so wie ich. Also ich habe mir da echt das schwieriger vorgestellt. Man dreht das hier einfach nur ran. Ihr seht da den Schraubverschluss, hier den Schraubverschluss und dann dreht man das einfach darauf, ne? So, Kinder, das ist der Strahl, der da raussaust. Es ist wirklich, Leute, das glaubt mir jetzt keiner, ne? Es fühlt sich wirklich weicher an. Trotzdem mit Power. Mich interessiert das ja hier mit den Kügelchen. Da brodelt sie vor sich hin. Ja, ich würde sagen, ich werde mir da nachher mal eine Dusche mit genehmigen. Und das sind halt die Perlen, die sich nach einer Zeit verfärben. So, nach ein paar Monaten sollte man sie wohl mal wechseln. Da dreht man das hier einfach auf. Aber Leute, also ist das jetzt schon alles Kalk, was da abgelagert ist? Das wäre der reine Wahnsinn. Von einmal kurz laufen lassen, ich sterbe. Eine Sache noch sind die verschiedenen Strahlarten. Die stellt ihr hier ein. Also das ist wahrscheinlich der Regenschauer. Das ist Massage. Und das ist hier der Powerstrahl. Okay, damit würde ich jetzt nicht duschen. Ich glaube, ich finde die Kombi eigentlich ganz nett. Muss ich ganz ehrlich gestehen, der gefällt mir gut. Ich glaube, es liegt auch immer dran, wie viel Wasser man aufgedreht hat. Aber hier sieht man das ja, dass der hier so switcht. Ne? Sind die drei Positionen. Tack, 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 tack. So, kommen wir hier zur Scheibe. Die muss ja nochmal gewechselt werden. Dann müsst ihr es einmal trocken machen wahrscheinlich und hier aufdrehen. Ja, Wahnsinn. Das ist auch einfach ein Drehverschluss. Hier kann ich jetzt von unten die Platte so rausdrücken und einfach eine neue reinsetzen und das Ganze wieder aufdrehen. Also hier seht ihr, das ist einfach ein Schraubverschluss. Super einfach und geht hammerschnell. So, ihr Lieben, ein Tag ist vergangen.
Meine Haare sind gewaschen. Ich bin frisch geduscht und ich kann euch sagen, also eigentlich halte ich so eine Beschreibung ja immer ein bisschen genauer, aber mir fällt nichts ein, außer es war der reine Wahnsinn. Also dieses Duschgefühl, dieser Regenschauer, Kinder, es war der Wahnsinn. Es war der Wahnsinn. Also mit sowas kann man mich ja kriegen. Es ist so angenehm. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also der Strahl, der ist irgendwie mega weich und trotzdem hart genug, weil ich kenne das so in Hotels, in diesen ganzen Duschen da immer. Der kommt dann auch so tropfelweise Wasser, bis das durch meine dicken Haare durchgedrungen ist. Da werden die gar nicht sauber. Bei dem Strahl ist es aber, ich weiß nicht, der ist stark, aber gleichzeitig angenehm weich auf der Haut. Also ich wusste gar nicht, dass man da so krasse Unterschiede haben kann. Also ich dachte, mein Duschkopf wäre gut, aber das Ding von Alpenkraft hat es jetzt getoppt. Also das war, ja, es war weich, angenehm und trotzdem wurde ich sauber. So, also wenn ich jetzt das mit meinem eigenen Duschkopf vergleiche, ist das so, ich muss mal den harten Strahl einstellen, wo mir wirklich jemand gefühlt mit Hermann auf den Kopf rumdoddelt, dass meine Haare irgendwie auch wirklich sauber werden, dass ich das Gefühl habe, da kommt auch Wasser irgendwie bis an die Kopfhaut. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das anders in Worte fassen soll. Ja, es war cool. Meine Haare fühlten sich wirklich weicher an. Auch meine Haut, muss ich sagen. Also, mir wurde ja unterstellt beim Arzt, dass ich doch eine recht empfindliche Haut habe. Ich dachte halt, das ist normal, wenn man warm duscht, dass man aus der Dusche kommt und oh, ist man halt ein bisschen rot an den Schultern und am Rücken. Ich dachte halt immer, es liegt an der Wärme. Gestern musste ich tatsächlich feststellen, es lag nicht an der Wärme, weil ich es nicht hatte. Ja, es brannte auch nicht so. Also was heißt brannt? Wenn der Strahl so hart ist, dann haut er natürlich, dann macht das ja so auf der Haut, ne? Und dementsprechend ist meine Haut relativ empfindlich und wird dann halt rot nach der Dusche. Das hatte ich zum Beispiel gestern gar nicht und trotzdem das Gefühl, ich brauchte keinen stärkeren Druck noch. Ja, ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Es war der Wahnsinn. Also ich bin super begeistert. Ich hätte das nicht erwartet. Ja, ich glaube, es muss tatsächlich an dem weniger Kalk auch vielleicht liegen. Das kann es auch sein. Das Duscherlebnis ist wirklich 1A. Mir wird halt, wie gesagt, der Regenschauer-Duschstrahl schon reichen, muss ich sagen. Die Massagefunktion ist natürlich auch ganz nice. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Ja, alles in allem. Tolles Gerät. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, wie das mit der Kalkablagerung noch vorangeht. Ich könnte euch den Duschstrahl jetzt zum Abschluss noch gerne einmal zeigen, also den Duschkopf an sich, wie das jetzt nach einer Dusche so aussieht. Zeige ich euch gerne mal. Also noch ist hier tatsächlich nicht viel zu sehen, was Kalk angeht. Das ist tatsächlich das Wasser, was sich hier noch im Duschkopf befindet. Aber es ist der reine Wahnsinn, sag ich euch, ne? Eine Sache, die ich auch definitiv anmerken muss, also ja, ich gebe zu, meine Haare sind kaputt, müssen geschnitten werden. Gehen wir alle mit, sind wir d'accord, ne? Ihr seht die Spitzen. Aber Leute, ich habe gestern Abend geduscht und im Normalfall ist es so, wenn ich abends dusche, mit patschnassen Haaren ins Bett gehe, also der Tod für meine Haare, für alle Haare, wache ich morgens auf mit solchen umgebogenen Spitzen. Und tatsächlich, ich habe weder geglättet, noch geföhnt, noch sonst irgendwas. Ich bin mit meinem patschnassen Kopf ins Bett gestiegen. Bitte stellt nicht in Frage, wie sinnvoll das ist. Faulheit geht vor in manchen Dingen. Und die Haare, die fühlen sich wirklich super butterweich an. Also, das kann ich kann es nur zeigen und erwähnen. Normalerweise sehen meine Haare dann nach dem Glätten so aus. Also, da bin ich echt wahnsinnig begeistert. Leider gibt es im Videoformat noch keine Fühlfunktion, aber ihr seht's, ne? Also normalerweise ihr habt sicherlich schon Videos von mir gesehen, wo meine Spitzen dann irgendwie so verknödelt irgendwie abstehen. Das hatte ich gar nicht. Also das wäre für mich wirklich interessant, ob es jetzt wirklich am Kalk liegt, an diesem weicheren Wasser, dass sich das in den Haaren auch nicht so absetzt, weil das finde ich der reine Wahnsinn. Also wie gesagt, normalerweise ohne Glätten wäre hier nichts gewesen. Also es wird nicht ansatzweise so aussehen. Klar, die Spitzen sind kaputt. Da wird auch ein weiches Wasser sie nicht heilen. Die müssen ab. Aber sie sind gerade und sie stehen nicht irgendwie in alle Richtungen gebogen ab. Und ich komme durch. Also sonst ist das wirklich der Fall, wenn ich nochmal ohne
meine Haare zu föhnen, ins Bett gehe, dann sehe ich aus wie ein Struwwelpeter am nächsten Tag. Und das geht heute. Und sie sind wirklich weich. Also hier oben besonders, ne? Das sind ja noch die heileren Haare. Das fasziniert mich, muss ich noch fast sagen, mit am allermeisten. Meine Haut am Rücken ist mir relativ egal. Ich finde es einen coolen Nebeneffekt. Aber das für die Haare und das mit dem Wassersparen, das sind für mich die Punkte, die haben mich absolut gefuchst. So, in diesem Sinne würde ich das Video auch beenden. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich verlinke euch in der Infobox nochmal alle Infos zu dem Duschkopf, zu Alpenkraft selbst und so weiter und so fort. Und sage vielen Dank fürs Zusehen. Verlinke euch hier noch in den letzten beiden Videos. Und Hunde könnt ihr mich sehr gerne abonnieren. Da würde ich mich super drüber freuen. Und sage tschüss, bis zum nächsten Produkttest.